Als Universitätskanton bietet Zürich überdurchschnittlich viele Weiterbildungsstellen für Assistenzärzte an. Der zuständige Regierungsrat Thomas Heiniger weiss, Zürich kann darum von dieser interkantonalen Vereinbarung nur profitieren. Ich bin sehr zufrieden, wie das Geschäft behandelt wurde, sowohl in der Kommission, die einstimmig den Beitritt zu dem Konkordat sich ausgesprochen hat dafür, als auch jetzt im Kantonsrat. Auch der Kantonsrat steht für medizinische Weiterbildung, für die Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte ein. Von links bis rechts hat sich der Kantonsrat also für das Konkordat ausgesprochen. So auch die alternative Liste, obwohl sie eigentlich kein Fan von dieser Art von Vereinbarungen ist. Weil Konkordat ist eigentlich ein relativ undemokratisches Instrument, weil das Parlament kann nicht über einen Konkordatstext mitreden. Und insofern sind wir sehr kritisch gegenüber neuen Konkordaten, aber in diesem Fall hier ist es kein Problem. Auch bei der sparsamen SVP kommt das neue Gesetz gut an. So können wir inländische Ärzte ausbilden und sind weniger auf Ärzte aus dem Ausland angewiesen. Wir stimmen dem zu. Auch wenn wir sonst eher auf der Sparseite sind, finden wir, da ist das Geld wirklich sinnvoll investiert. Daran soll sich gemäss der SVP auch in der nächsten Budgetdebatte nichts ändern. Wir sparen ja nicht in einzelnen Konti, sondern das ist ja das Globalbudget und wir können einfach im Budget an und für sich dann sagen, es muss da noch Geld eingespart werden, wo dann aber sicher nicht darf, genau bei diesen ärztlichen Weiterbildungen so umgesetzt werden. Zürich ist der 7. Kanton, der diesem Gesetz zustimmt. Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen haben bereits letztes Jahr die Vereinbarung genehmigt. Damit die eine allgemein verbindliche Wirkung bekommt, braucht es 18 Kantone. Und dann sind endlich geregelt, wie die Spitäler fair für die Weiterbildungen von Ärzten entschädigt werden können.